Fußballharzt ist heute hier zu Gast im Autohaus Heinemann beim Verkaufsberater Marco Paulsen. Marco, was hast du heute zu berichten hier? Ich habe Folgendes zu berichten. Es kam der neue Hyundai i20 raus, jetzt im Oktober 2020. Und wie man sieht, es ist ein neuer Kleinwagen geworden, der jetzt erwachsen geworden ist. Wenn wir anfangen im Exterieurbereich, sieht man schon, dass das Fahrzeug länger, breiter, aber auch flacher geworden ist. Dadurch wirkt er natürlich viel präsenter, viel mutiger und wie ich schon gesagt habe, erwachsener. Man sieht das auch daran, dass der Grill vorne sich verbreitert hat, auch aggressiver ist. Die Lichter schließen gleich auf und auch gerade die Sieken und Kanten und auch Linienführung an der Seite, das sieht richtig, richtig gut aus und verleiht ihm wirklich ein sehr sportliches, aber auch dynamisches Design. Als besonderes Highlight ist natürlich das neu geformte Heck. Man sieht es hier schon mit einem Leuchtband, was durchgängig ist und natürlich auch mit den neuen Z-Rücklichtern. Das sieht richtig klasse aus. Ja. Tolles Badge hier hinten drin, der i20-Schriftzug. Vom neu designten und sportlichen Heckdiffusor, der dem Ganzen natürlich nochmal eine sportliche Note verteilt, kommen wir auch zu den neu designten 17 Zoll Leichtmetallfelgen, die natürlich zum kompakten Außendesign passt. Er wirkt einfach sportlicher, eleganter und präsenter. Was steckt unter der Haube? Zur Auswahl gibt es 6 Benzinmotoren vom kleinsten 1,2 Liter 84 PS bis zum größten 1 Liter Turbo mit 120 PS. Als Highlight gibt es erstmalig im neuen i20 eine 48 Volt Batterie, sprich Mildhybrid. Das erkennt man immer an diesem Badge mit dem 48 Volt. Diese befindet sich im Kofferraum unter der Verkleidung und wir haben folgenden Vorteil mit der 48 Volt Batterie. Erstens unterstützt sie das Starten des Fahrzeuges rein elektrisch. Zweitens gibt es noch zusätzlichen Drehmoment beim Fahren und in Verbindung mit dem intelligenten Schaltgetriebe kann man selbst beim Segeln, das heißt, wenn ich den Fuß vom Gas nehme, koppelt sich der Motor vom Getriebe ab, Sprit sparen. Letztendlich auch CO2 und letztendlich auch ihr Geld in Form von Kfz-Steuern. Und es macht einfach Spaß, so ein agiles und präsentes Fahrzeug zu fahren. Wie man hier schön erkennen kann, kann man auf dem neuen digitalen Cockpit alles erkennen und auch ablesen. Selbst der Mildhybrid zeigt dann an, wie man mit seiner Fahrweise gerade fährt, ob man lädt oder entnimmt. Und das macht das ganze Cockpit wirklich sehr modern und hochwertig. Wir haben zwei große 10,25 Zoll Displays, wobei das mittlere auch zum Fahrer jetzt gewandt ist, was ein einfaches Ablesen gewährt. Optisch ist das Cockpit wie bei Hyundai gewohnt ausgewogen und auch nicht zu überfrachtet von zu vielen Schaltern. Was man sieht, ist diese horizontalen Streben, wo die Gebläse mit integriert worden sind. Tolle Optik, macht das ganze Fahrzeug wieder breiter und es passt einfach zum Außendesign. Highlight ist, wie gesagt, auch dieses große Display. Man hat eine Menge an Auswahl, es ist gestochen scharf, es reagiert sehr gut. Als kleines Gimmick hat man jetzt sogar noch eingebaut ein paar Naturklänge. Gerade jetzt zur kalten, beginnenden Jahreszeit kann man sich hier sogar noch einen warmen Kamin anmachen, zuzüglich die Sitzheizung oder das beheizbare Lederlenkrad. Als absolute Ausstattungshighlights und erstmalig im i20 verfügbar sind die Voll-LED-Scheinwerfer, die natürlich viel heller sind, weiter und breiter scheinen, aber auch zum Beispiel ein Totwinkelassistent mit Abbremsfunktion,
bedient natürlich nochmal zur Sicherheit und greift sogar ein. Dann haben wir noch neben dem digitalen Cockpit die beiden großen Bildschirme, die wir gerade schon angesprochen haben. Wir haben einen navigationsbasierten Tempomaten. Das bedeutet, der erkennt vorausschauend das Kartenmaterial wie die Verkehrszeichen und kann das Auto halbautonom steuern und planen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant und wirklich einmalig im Kleinwagensegment. Dazu haben wir noch eine kabellose Verbindung via Apple CarPlay und Android Auto und auch erstmalig dabei ein Einpark- und Ausparksassistenten, der für alle Parklücken das selbst übernimmt. Wie ihr seht, es ist ein modernes und attraktives Auto geworden. Ich freue mich auf euer Besuch.